Ganz Berlin sitzt auf der Straße. Der viele Deutsche durch die hohen Miet- und Wohnkosten an die Armutsgrenze. Das Problem ist nur, nicht jedermann hat genug Geld, um die rasant steigenden Mieten auch zu bezahlen. Die Altmieter ist in diesem Geschäftsmodell kein Platz mehr. Sind die Mieten in deutschen Großstädten zwischen 2012 und 2017 um bis zu 51% gestiegen? Und es ist ein Teufelskreis, was die Kriminalität auch extrem in die Höhe treibt. Weil die Menschen wollen einfach nur überleben. Man nehme ein Stadtviertel nahe der Innenstadt. Mit günstigen Mieten, einkommensschwachen Bewohnern und reichlich Leerstand. Attraktiv für Menschen mit wenig Geld, Studenten und Künstler. Das Viertel wird jünger und angesagter. Aus Fabriketagen werden Ateliers, aus besetzten Häusern Sanierungsobjekte. Cafés machen Kopf. Langsam klettern die Mieten. Jetzt zieht es auch bürgerliche Menschen in den hippen Stadtteil der Wohlstandsstadt. Investoren sanieren ganze Straßenzüge, Eigentumswohnungen entstehen, Ateliers werden zu Loftwohnungen. Für viele Künstler und Studenten wird es jetzt auch zu teuer. Nun gibt es Restaurants, Boutiquen und jede Menge Läden, die eigentlich niemand braucht. Das Viertel ist nicht mehr wiederzuerkennen, die Gentrifizierung abgeschlossen. Es ist 201 nach dem Mariannenplatz und die Stimmung ist am Boden bei Berlin der Kragenplatz. Investoren kommen, suchen, kaufen alles auf. Ich hab doch gar kein Geld, gib mir München jetzt ein Auto. Warum bin ich der Mietspiegel? 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 Guck uns doch nur an, wir haben doch uns diese Stadt gebaut. Warum sind wir der Mietspiegel? Weil der Markt auf uns vertraut. Coole Juppies träumen, U-Berliner heulen. Wir haben doch uns diese Stadt gebaut.